Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Estranged. Und es haben ganz schön viele Leute geschrieben, jo, mach mal weiter, Alter. Und dann dachte ich mir, naja gut, musst du halt weitermachen, Alter. Und ich bin jetzt gerade hier in so einem Tunnel gefallen. Ich hab gerade wieder das Spiel geladen. Dachte mir, ey, wo bist du jetzt eigentlich? Muss ich da... Und dann war ich auf einmal hier unten. Und so spielt das Leben nun mal. Da fällt man nun mal Tunnel runter, ne? Was ist das hier? Das war Leben. Leben, wie man bei uns im Norden sagt, ne? Andere Leute sagen ja HP oder so ein Quatsch. Oh, shit. Oh, ich hab Renne. Oh. Okay. Hätte vielleicht vorher mal checken sollen, dass ich hier dieses Ding da drehen muss. Heißt ja übrigens Valve, ne? Valve. Auf Englisch. Ja, ihr wisst, von wem Half-Life ist und so. Hoho, verrückte Sachen gibt's auf der Welt, ne? So, was ist jetzt hier rot? Gibt's hier einen Puff? Was für ein unglaublich schlechter Spruch. Ich glaube, da sollte eigentlich so eine Spruchpolizei kommen und mir mal ordentlich in die Eier treten. Also auch gar nicht irgendwie mit Gerichtsverhandlungen oder so, sondern direkt ab in die Eier kommen. Was war das denn für ein Spruch, Digga? Da gibt's auch irgendwie gar nicht... Brauchst du auch gar nicht dich irgendwie rausreden oder so. Keine Chance. Keine Chance. So, lade Daten. Ich hoffe, wir treffen mal bald wieder auf den Spock. Oder wahlweise wäre so ein Klingone auch mal nicht schlecht. Ich würde auch gerne mal Data treffen. Ich habe jetzt schon übrigens, ich habe ein bisschen lauter gemacht. Ich weiß nicht, ob es laut genug ist. Und, weil und so. Oh, cool. Guck mal, das ist eine Boje. Ist das nicht mein Boot da hinten? Guck mal, das ist doch mein Boot. Damit bin ich doch hier angekommen, oder nicht? Geil. Da kann ich jetzt aber nicht hin, oder was? Doch. Hallo? Können wir jetzt wieder nach Hause fahren? Ich finde, das ist ja gar nicht mein Boot. Das ist ein anderes Boot. Kann ich da vielleicht drauf? Guck mal, hier der Mond. Ich glaube, es ist immer noch zu leise, ne? Komm, wir machen es noch ein bisschen lauter. Wenn es dann irgendwie lauter wird, irgendwie plötzlich, wegen irgendwelcher Zombies oder so, und dann zu laut ist, dann seid ihr selber schuld. Stimmt ja gar nicht. Könnt ihr gar nichts dafür. So, warte mal. Lass mich mal ganz kurz hier... Also, ich tendiere ja so ein bisschen dazu, da jetzt runterzuspringen, ne? Und auf dieses Boot zu klettern. Warum sollte ich das nicht tun, ist jetzt die Frage. Wo haben wir denn abgespeichert? Ich glaube, da, wo ich das Video angefangen habe. Dann lass doch mal rein. Komm, wir testen jetzt. Ich bin der König der Welt. Platsch. Ich höre Sachen. Okay, das geht nicht. Was war? Waren da Piranhas im Boot, sag ich schon, im Wasser oder was? Was war denn da jetzt das Problem? Könnte mir das mal jemand erklären? War das Wasser zu kalt? Waren da Alien-Todesfische des Todes drin? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Ich hätte sehr, sehr gerne gesehen, was da auf diesem Boot ist. Aber so werden wir es wahrscheinlich nie erfahren. Und die Spieleentwickler nehmen es mit ins Grab. Wobei die da wahrscheinlich auch nichts reingetan haben. Oder vielleicht doch. Vielleicht haben die da so Easter Egg-mäßig, ne? Wenn man hier in den God-Mode geht und ein bisschen darüber fliegt. Was ist das hier? Ein hübscher Busch. Das ist ein sehr hübscher Busch. Achso, übrigens, Leute, man braucht kein Half-Life 2 für dieses Ding hier, ne? Das ist eine Standalone-Mod. Eine sogenannte. So, warte mal, lass mich mal hier rüber. Oh, das war knapp. Aber ich habe ja ganz viel Skill mitgebracht. Können wir diese Lampe vielleicht mitnehmen? Oh, das ist ja total angenehm. Das geht nicht. Dann machen wir sie kaputt. Das geht auch nicht. Ich prangere das an. Übrigens, ab Sonntag passieren verrückte Sachen auf dem Kanal. Nur mal so als kleine Schleichwerbung nebenbei. Jetzt, wo ich gerade Prangern gehört habe. Denn Prangern kommt ja von diesem Gerät aus dem Mittelalter. Ihr kennt es. Der sogenannte Pranger, wo Leute reingestellt wurden. Und dann so mit dem Kopf, weißt du, mit dem Kopf und die Hände durchgesteckt. Und dann schön mit Fischen und Salat beworfen. Wobei ich mir dann auch immer denke... Wenn die Leute da im Mittelalter, die hatten ja eh nichts zu essen, ne? Und dann sind die mit dem Zeug auch noch zum Pranger gelaufen und haben das da weggeworfen. Oh, was ist denn hier? Das sieht aber hübsch aus. Das sieht aber sehr, sehr hübsch aus. Bin sehr, sehr begeistert. Was ist das hier? Admittance to authorized personnel only. Okay. Ark Corporation. Okay. Ich vermute, beziehungsweise ich weiß, dass diese Ark Corporation für diese Zombies da irgendwie verantwortlich ist. Oh. Oh ja, das ist convenient, wie der Amerikaner sagen würde. Ein glücklicher Zufall. Dass da jetzt gerade
Also, dass ich dagegen drücke und dann springt die Tür hier auf. Wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, was ist denn hier los? Ist hier unsichtbares Wasser? Oder ist es also sichtbares Wasser? Ich hab's noch nicht erkannt, oder was? Nee. Ach, ist doch egal. Doch, das Wasser ist hier. Ja. Okay, ich höre Wasser. Ich habe ein bisschen Angst. Hier wird doch gleich schon wieder irgendwo so ein fucking Zombie um die Ecke stehen. Aber ich habe jetzt dazugelernt. Ich weiß, dass jetzt... Also ich weiß, dass die Leute hier das darauf angelegt... Hier, pass auf, hier. Hä? Okay, da war ich jetzt fest von ausgegangen, dass da so ein Viech drin ist. Okay, aber dann... Ich kenn diese Spiele. Dann macht man sowas, ne? Und dann denkt der Spieler, okay, da ist einer und dann ist da keiner. Und dann denkt der Spieler beim nächsten Mal, da ist einer, aber nee, da ist wahrscheinlich keiner, weil ich erst dachte, da ist einer, aber da war da keiner. Und dann ist jetzt wahrscheinlich auch keiner da und dann geht man da hin und dann ist da doch einer. Hat man das jetzt verstanden? Oh, hallo. Hey. You. Ja. Oh, thank God. Ja. I thought everybody left. Hey, can you get me out of here? There should be a key card somewhere, I think. Eine Schlüsselkarte. Im Sicherheitsbüro. Hier? Warte mal, erstmal. Hä? Hä? Lebst du noch? Ich will nur... Ja, ich mach gleich. Ich will nur sicher gehen. Warte mal. Ich glaube so, okay. Da liegt auch eine Keycard, sehe ich gerade. Hier, warte mal, ich wollte mich erst noch umgucken. Ich komm sofort zu dir. Okay, also hier ist der Security Room. Da sehen wir Hans-Joachim Doktor. Und hier sind noch andere Sachen. Oh, jetzt habe ich da... Oh, das tut mir leid. Jetzt habe ich hier den Becher kaputt gemacht. Guck mal hier. Okay, hier ist sonst nichts. Hier noch eine Einkaufsliste. Milch, Butter, Bier, Sandwich, Salat für Erna. Hab ich mir gemerkt. So, hier ist alles... Da drin ist wahrscheinlich ein Zombie. Mal gucken. Aber erstmal hier Hans ja auch im Doktor rauslassen, ne? Zzt. Ah, cool. Thank you. You have no idea how long I've been in there. And my name is George Richmond. Wait, how did you get in here? No, it doesn't matter. We've got very little time. Follow me. We've got to get to the communications room and radio out. Come on. Moment. Do you want to get out? Okay. Was ist denn? Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Ich dachte, Spock lebt noch. Oh, the range, perfect. We'll need something more powerful than that hammer of yours. What? You can practice if you want. I'll be waiting at the door. Aber mein Hammer ist doch voll geil. Wie üben? Warum soll ich denn üben? Meinst du, das ist mein erstes Spiel hier mit so einer Nailgun oder was? Bam. 3 Millionen Munition. Well, that's the food guy. Huh. Was? Fascinating. Wovon redest du denn? Well, that one's old. Was ist denn mit dem los? Der redet mit sich selber. So, hier kann ich auch üben. Warte mal, ich kann nur eins von beiden haben. Entweder Hammer oder die Waffe. Wie scheiße ist das denn? Hast du keine Tasche dabei? Oh. Okay. Boah, ist das schnell! Das ist viel zu schnell! Dafür ist meine Mausgeschwindigkeit, Empfindlichkeit viel zu niedrig. Wohl, ich bin da nicht ganz gut. Oh, yeah! So geht das Spiel. Oh, nachladen. Scheiße. Oh yeah. Errungenschaft. Jawohl. Naja gut, okay, das lief scheiße. Aber gut genug. So. Die Hammer Time ist vorbei. Ja, weiter geht's. Komm, sieh zu. Funny, isn't it? They could have easily used a card reader here, but no. Yeah. Du machst das schon, Hans-Joachim. Was ist hier? You've got the weapon. After you. Oh, er traut sich nicht. Hans-Joachim hat Angst.
Du hättest ja auch mal den Hammer mitnehmen können, ne? Aber da fühlt sich der feine Herr ja ein bisschen zu fein, ne? So. Ich nehme an, hier kommt gleich der nächste Zombie. Und, der kriegt dann so ein bisschen Kugelsalat von mir. Ins Gesicht. Wenn denn mal das Spiel... Ah ja, danke. Also ich finde ja, das ist so ein Spiel, beziehungsweise eine Mod. Die hätte auch ruhig vor 5 Jahren schon rauskommen können. Dann wäre es vielleicht ein bisschen aufregender gewesen. Ich meine, gut, ich habe letztes Jahr mit dem guten Mikkel, ne, haben wir ja darüber geredet, dass ja die Source Engine an sich total zeitlos ist und sehr hübsch und alles. Und da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Aber so langsam staubt sie dann doch ein bisschen ein. Damn, look at this place. Ja. Let's see how we can solve this. Wir? Du stehst doch hier nur rum, du Arsch. Kannst auch mal was machen, eigentlich. Ich muss mal einen Hammer holen oder so. Okay, hier komme ich so nicht weiter. Ist hier die Tür auf? Ist überall die Tür zu? Muss ich jetzt hier Stühle nehmen oder was und die da hinstellen? Wollt ihr mich verarschen? Hier läuft irgendwo ein Radio übrigens. Wo kommt das her? Können wir das kaputt schießen? Nee, ach hier. Okay. Ja, fällt dir was ein, Hans-Joachim? Danger, Explosives. Okay, ich hab's. Upsi. Ah. Ah, ja. Mehr fällt dir nicht ein, ne? Kommst du mit eigentlich, oder? Nee, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendeinen Knopf drücken, damit der feine Herr einfach darüber laufen kann, ne? Ja, ja. So läuft das heutzutage. Die alten Wissenschaftler, die können einfach nicht mehr über Rohre klettern. Das ist einfach, die Zeiten sind einfach vorbei. Wieso läufst du da eigentlich knietief? Ist das, naja. So, wo sind wir jetzt? Ist das hier die Mall oder was? Oh, diese geilen Fernseher schon wieder. Also so einen Monitor hätte ich auch gerne. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Damn it. The generator is close to overheating. We need it to be stable to use the communications equipment. Someone left themselves logged in upstairs. I can't do anything until their workstation is logged out. Na toll. Can you go on up there and see if you can unlock it? Naja. You'll have to go up 2 floors. I'll meet you in the communications room. It's on the same floor. Okay. Ich finde aber auch der, also die Stimme ist irgendwie so ein bisschen besser gesprochen als die von dem Typen am Anfang. Wobei die jetzt auch nicht schlecht gesprochen war, aber die finde ich irgendwie noch besser. Das ist so deiner unschuldiger Hans-Joachim Doktor, obwohl der bei den Bösen hier bei der Firma gearbeitet hat, finde ich ihn ganz sympathisch. Und oho, hier sind schlimme Sachen passiert. Hier auch. Das erinnert mich alles ein bisschen an, wie hieß er? Outlast. Findet ihr nicht auch? Ey! Was ist denn hier los? Kommen wir mal. Entschuldigung! Mann. So. Patient ist tot. Ich bräuchte mal, kennt ihr eigentlich auch Fips Asmussen? Ich bräuchte mal so einen Witzeerzähler, der so neben mir sitzt und ab und zu mal so einen Witz erzählt. Denn, ja, von meiner Seite kommt auch recht wenig. So, Floorplan. Ich muss noch ganz oben, oder was? Kommt hier nochmal? Was? Ja. Laboratories in Cafeteria, Marketing in Sales, Training in, was hat er gesagt? Wo war das? Marketing in Sales? Oder war das ganz oben? Ich dachte ganz oben. Ich hab's jetzt vergessen. Wir wollen auf jeden Fall nach oben. Das ist schon mal klar. So. Wie ich so Spiele kenne, wird abermals dieser Fahrstuhl irgendwie abstürzen. Ah, da war ein Zombie. Habt ihr das gesehen? Da sind ja ganz viele. Guck mal. Oder sind die hinter dem Glas? Ich glaube, die sind hinter dem Glas. Muss ich nicht noch einen hören? Hat er gesagt ganz oben? Oh, shit. Habt ihr das gesehen? Hat er gerade mit einer Leiche geworfen? Ich weiß es nicht genau. Okay. Ich bin bereit. Hut. Blöd, dass ich jetzt nicht mehr weiß, ob er ganz oben gesagt hat. Aber wir probieren das einfach mal aus. Hallo? Connection Error. How to deal with unpredictable chemicals and compounds. Bei von Professor Hans-Joachim Arglied, Designer. Herz.
Couldn't connect to Arc Login Server. Gut, das Problem kennen wir alle, wa? Das haben wir alle schon erlebt in unserem Leben. Hier ist zu. Was ist da? Today's Meeting Customer Relations. Okay, hier ist die Tür auch. Hier ist überall zu. Was macht denn eigentlich der Bonsai-Baum da drin? Wollt ihr mich auf irgendwas hinweisen? Wollt ihr mir da irgendwie was erzählen mit? Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. So, wo ist jetzt hier? Da ist auch zu, ja. Hier, Safety Room. Oh, geil. Lampe und Batterien. Oh, cool. Okay. Hier, die Maus sollten wir mitnehmen. Wie, aber sonst ist hier nichts, oder was? Ah! E-Mail. Geil. Okay. Yonto Ward, Computer 247. Hallo? Please enter the answer to the secret questions to continue. What is the name of your pet? Tja, das weiß ich jetzt nicht. Scheiße. Wir können natürlich was ausprobieren, ne? Ne, ich kann nichts schreiben. Warum nicht? Ah, jetzt. Oh, falsch. Komisch. Okay, E-Mail. Pets are us update. Mr. Ward, your dog Alex. Oh, ihr Hund Alex. Ist hier bla bla ist wieder okay. Das ist doch geil. What is that smell? Was riecht da so? have you seen my lunch? Okay, und der gute alte Running Gag im Büro. Wer hat mein Essen aus dem Kühlschrank geklaut? Das passiert ja tatsächlich in Büros, ne? Ich habe das selber erlebt. Leute essen Leuten Sachen weg und erzählen es ihnen dann nicht. Das ist traurig. Traurig, was man da heutzutage erlebt in deutschen Büros. Auch in polnischen oder slowakischen, bin ich mir ganz sicher, ist überall das gleiche Problem. So, der Hund heißt Alex. Warning, Generator overheating. Log out of Generator Console. Das wollte ich jetzt machen. Oh yes, Blue Screen. Oh yeah. Hey, can you hear me? Ja. The power went out on your floor. I don't know if you can hear this, but the generator is stable now. I'll wait for you in the communications room. Just keep going, you'll find it. Okay, also der Strom hier ist ausgefallen. Ich soll weiterlaufen, um zum Generator zu kommen. Allerdings, durch den Stromausfall sind jetzt auch die Türen alle aufgegangen. Das finden wir natürlich sehr, sehr spannend. Weil wir jetzt Shit erleben können. Also, ich stelle mir den Shit so vor, wir gehen in Räume rein. Die sehen erst leer aus. Dann liegt da irgendwo so ein Spock rum. Den töten wir. Vorher hat er uns wahrscheinlich noch erschreckt. Oh oh. Ist es immer noch zu leise, oder? Sag doch mal was, Leute. Spieloption, Audio. Ich will ja nicht, dass ihr nichts hört. Die Musik ist ja auch ein bisschen gruselig, ne? Ah, okay, mein Kopfhörer war nicht auf ganz laut gedreht. Egal. Es gibt ja sowas nicht wie zu viel Atmosphäre, oder? Dünnene. Okay, doch, gibt's. Okay, das muss reichen. Komme ich hierher gerade? Oh. Ach, warte mal, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Okay, da komme ich her. Dann bin ich hier rein, ne? Kann das sein? Dann war ich hier. Oh. Ah. Was stehst du da auch so dumm in der Ecke rum? War so ein bisschen wie bei Blair Witch Project, oder? Wo sie in den Raum kommt, ganz am Ende, und er da so in der Ecke steht. Okay. Hier, Bonsai-Baum-Action. Darf ich den mitnehmen? Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Das tut mir wahnsinnig leid. Die sind teuer, die Dinger, ne? Hab ich mir sagen lassen. Was ist hier? Ein Edding. Oh, ein Edding. Okay, hier ist auch nichts Interessantes los. Das prangere ich ein bisschen an, aber auch nur ein bisschen, denn eigentlich ist mir das total egal. So, hier waren wir ja auch schon, genau. Dann, hier war der Raum, okay. Dann gehen wir doch mal hier lang. Und dann sind wir wieder am Anfang. Ja, cool. Okay, und hier sind wir ja auch gerade im Kreis. Oder gab es da noch einen anderen Weg? Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier waren wir. Okay, hier ist noch eine Tür, die ist zu. Wir können auch sprinten, sehr gut. Oh,
Okay. Hallo? Ich höre Sachen. Ah! Au! Oh! Alter! Das finde ich aber auch ein bisschen krass, ne? Ein bisschen overpowered hier mit ihren komischen Wurfskills, diese Zombies. Kacknacken. Du Latten, du. Okay. Was haben wir hier? Explosives? Moment. Nee, warte mal. Ich will erstmal gucken, ob die Tür ganz normal aufgeht. Yes. Und wenn sie das tut. Okay. Wir lassen die Explosives so, wie sie sind. Wir haben da noch hier Leben gefunden. Sehr gut. Oh, fast volles Leben, ne? Fast volles Leben. Kann man das aufmachen? Nein. Geht nicht. Okay, Leute. Hier sieht's auch sehr, sehr spannend aus. Und wir werden das Ganze erleben, aber erst ab der nächsten Folge, die vielleicht nicht gleich morgen kommt, aber vielleicht auch doch. Insofern, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf, bis dann und tschüss!